Jetzt ist das Forum Alpbach offiziell eröffnet. Mit Schuss, Tracht und Musik zeigt sich das Blumendorf von seiner tirolerischsten Seite. Woher kommt aber eigentlich dieser Aufputz? Der Obertiroler Landeshauptmann Günter Platter erklärt. Das Trachttragen differenziert aber auf die verschiedensten Regionen unseres Landes, Tirol, weil ja unterschiedliche Trachten getragen werden, dass es einfach auch ein Ausdruck von Heimat ist. Und deshalb ist für mich das Trachttragen was Schönes. Forumspräsident Erhard Busseck bleibt aber bei der Kongresstracht. Der Lederhose habe ich keine, ich habe aber eine Tracht. Sie ist allerdings nicht regional verbunden, sondern für die Wiener gibt es dann immer so Fantasieausgaben. Nur ich habe mir es angeschaut und es schaut schon ein bisschen abgetragen aus. Dann haben wir gedacht, ich muss das Kontrastprogramm gehen als Städter. Für manche Stipendiatin ist der bunte Trachtenaufmarsch eine ganz neue und offensichtlich auch beeindruckende Erfahrung. I like them so much. They are so colorful, so nice, and I like all the girls that are wearing those dresses, and it's so nice. Die Tiroler, wie hier Bürgermeister Markus Bischofer, hinterlassen aber nicht nur bei ausländischen Gästen, sondern auch bei Restösterreichern einen bleibenden Eindruck. Die Tiroler glauben immer, die Wiener mögen's nicht. Im Gegenteil, das ist der Fall. Also ein Tiroler hat schon gewonnen, wenn er auf dem Wiener Parkett auftritt, wobei die Tiroler behaupten, dass es so glatt ist. In Wahrheit gehen die mit den Tschernken über das Parkett ohne Problem. Ganz so ist es dann doch nicht, Herr Präsident. Wissenschaftsminister Karl-Heinz Töchterle, selbst Tiroler, sieht das so. Ich habe den Eindruck und den schon lange, dass die Wiener die Tiroler sehr gern mögen und schätzen. Umgekehrt ist es ein bisschen problematischer. Die Tiroler haben natürlich wie fast alle Bundesländer gegenüber den Wienern eine gewisse Skepsis, wie die Peripherie immer gegenüber der Zentrale eine Skepsis hat. Ja.